Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video 1.9 auf Gomme und FreakzLP ist in der Runde. Ich finde die Version ziemlich cool und ich denke mal, es freut euch auch, wenn ich mal SG bringe. Bitte nicht das Video disliken irgendwie wegen der 1.9. Das ist so ziemlich das Sinnloseste, was ich bei allen anderen YouTubern mitbekomme. Also einfach mal das Video schauen und dann sieht man vielleicht auch mal, dass man vielleicht ganz gut sogar in der eben in der 1.9 spielen kann. So. Mit dem Schild kann man tatsächlich sogar Block hitten. Und ich denke, das kann ich vielleicht mal ein bisschen zeigen. Sprint Reset geht auch und so, den habe ich down. Die Angel geht nicht mehr. So, und den bekomme ich hoffentlich. Man muss halt im richtigen Moment blocken. Und dann blockt man den vollen Schaden. Okay, den habe ich auch down. Jetzt esse ich kurz für die Regeneration. So, perfekt. Ah, ich nehme mal das Eisenschwert. Ja, die Äxte sind stärker geworden, deswegen muss man da ein bisschen überlegen, was man wählt. Aber das mit dem Schwert kann man besser kombon, von daher würde ich lieber das erstmal hier nehmen. Okay, dann gehe ich mal auf den hier. Der ist irgendwie ein bisschen Brain AFK. So. Oh Gott, bin ich schlecht. Ah, egal. Man muss halt richtig gut aimen in der 1.9. Und es fällt mir noch etwas schwer, muss ich sagen. Also, man muss sich halt echt krass umgewöhnen. Von der Zeit her und alles ist total anders. Ha, ich nehme aber trotzdem mal die Eisenaxt. So, die Schilder gehen in der Secondhand eigentlich kaputt. Wobei das ein Bug ist, dass es manchmal nicht kaputt geht. Da muss man mal drauf achten. So, jetzt bin ich schon mal voll Rüstung. Ah, das ist ein Team vielleicht sogar. Ja, ich... Oder die rennen alle hinterher. Okay, er timed aus. Ist natürlich nicht so nice, Bro. Ah, komm, komm her, Bro. Oh. Gott. Oh mein Gott. Er hat halt eine der besten Waffen. Oh Gott, er hat halt eine Steinaxt. Das ist sau OP. Da müssen wir aufpassen. Am besten ist, wenn man in der 1.9... Okay, das sah kurz aus, als würden die teamen, aber die haben, glaube ich, nur schlecht geaimt. Das ist richtig fies, so eine Waffe, was der jetzt hat. Ah. Ah, komm. Komm, das könnte ich schaffen. Komm her, Bro. Ja, müssen wir ein bisschen rennen. Und wie gesagt, mit Essen kriegt man so einen Regenerationsboost. Da muss man echt hart aufpassen, weil die Gegner den auch nutzen können. Um eben ein paar Leben zu recken, hat man, glaube ich, gerade ganz gut gesehen. Komm her. Ah, es ist, ich weiß, einige von euch mögen die 1.9 nicht. Ich finde es ganz okay. Es hat halt seine Vor- und Nachteile. Wie ungefähr bei jeder Version, ist ja klar. Och Mann, jetzt hat er den abgestaubt. Und jetzt hat er einen Goldapfel. Oh mein Gott, die Kombo. Okay, RIP. So. Jetzt kommt natürlich der Abstauber. So. Okay, den auch down. So, perfekt. Ich habe den Goldapfel weggeworfen. Und jetzt erkläre ich euch das mal mit dem Rex-System. Umso besser das Essen, also es ist ungefähr, hier seht ihr jetzt die Leben, das ist ungefähr parallel laufend oder ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Wort dafür, zu der normalen, ihr wisst schon, Regeneration, also das, was das Essen gibt, quasi gibt es ein Leben zusätzlich
dazu könnte man so sagen, also quasi eine Melone, wenn du damit dich voll isst, kriegst du nur ein halbes Herz und goldene Karotte, was das Beste ist, halt am meisten demnach. Und ich persönlich finde 1.9 SG eigentlich ganz okay. Es ist natürlich ein bisschen ungewohnt, aber man muss sagen, es ist, also ich feiere es auf jeden Fall. Und man kann damit auch relativ gut spielen. Es läuft auch relativ flüssig, habe meinen Chrome Pack noch nicht hundertprozentig geupdatet. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade V-Sync an. Und ohne hätte ich, ja, 200 FPS, das ist echt relativ gut. Aber ich habe V-Sync irgendwie angehabt, weil es ein bisschen mehr geleckt hat. Und ich merke, V-Sync tut echt gut eigentlich, wenn man es anhat. Okay, GG. Da haben wir gewonnen. In der Runde war sogar Freaks LP, keine Ahnung, wann der gestorben ist. Relativ am Anfang. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, die 1.9 gefällt euch. Und Alter, wo bin ich reingeraten? Lasst aber auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Vielleicht kämpft ihr gegen die Leute an, die immer bei der 1.9 direkt disliken. So schlecht ist es nicht, wenn man echt gut ist in der 1.9, dann ist es eigentlich ganz gechillt. Und ciao.